Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Factory 4. Moin. So, so Kakaobohnen haben wir. Genau, ich wollte erstmal noch Milch herstellen. Eieraus. Kakaobohnchen, Kekse, nee. So. Weizen. Weizen hatten wir ja gesagt, das ging noch nicht. Nee. Ah, ich erinnere mich, das war Stöckchen. Ich habe jetzt die Steine rausgenommen. Die Steinbäume, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil ja, Cobblestone-Generator und so. Ah, ich habe Mulch. Wo soll ich einpflanzen? Warte mal. Was brauchen wir gerade am nötigsten? Aber du warst gerade bei was stehen geblieben. Was wolltest du gerade sagen noch? Ja, ich würde sagen, hier, mach mir hier hinten rein. Wie viel hast du? Hier bei Sand. Sand? Ist das Sand? Ach, Stein, ne? Ich würde sagen Stein als nächstes. Wir hatten in der gestrigen Aufnahmesession. Hast du mir gerade nicht zugehört? Was? Dass ich Stein gerade rausgenommen habe aus der Produktion. Weil wir es nicht mehr brauchen, weil wir einen Cobblestone-Generator haben. Ach, ja, das. Ja, gut. Siehst du, wie ich gerade gesagt habe, gestrige Aufnahmesession, ich habe vergessen, dass wir einen Cobblestone-Generator haben. Hat sich also erledigt. Aber warte mal, ich glaube, Stein dürfen wir nicht ganz drauf verzichten. Ich glaube, die Petrify, die brauche ich für das weitere Hochcraften anderer Sachen. Mach doch mal Usable bei den Petrified. Nicht bei den Saplings, sondern bei den, ich glaube, den Resins. Ne, nicht Resins, bei den Orchards. Also was jetzt nur? Orchards gibt's nicht. Orchards. Petrified Orchards. Guck mal nach, für was die noch weiter verwendbar sind. Weil aus den Petrified mache ich ja auch die anderen. Die Saplinge brauchst du für Sandsaplinge, für Gravel-Saplinge und für Bone-Saplinge. Das ist alles durch. Das haben wir alles, ne? Ja. Dann ja, das Resin brauchst du für Clay-Saplinge, für Cobblestone. Okay, du brauchst es dann noch einmal für einen Redstone-Sapling. Redstone-Sapling? Ja, das Zeug halt. Silber. Habe ich nicht daran gedacht, dass man es auch für Redstone braucht. Gut. Limestone, Copper. Basalt, nö, dafür brauchst du es nicht. Und Petrified Leaves brauchst du für Potstoll, für das Zeug, das brauchen wir nicht. Für Enlightened Busche. Nö. Braucht man nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter jetzt. Die Taschen, hast du jetzt die Vorbereitung getroffen, dass ich jetzt was? Weil ich habe doch jetzt noch den Mulch. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Schmeiß doch das bei den Dings rein, bei den Kakaobohnen. Kakao, okay. Ich habe eigentlich schon wieder mit 8 Kakao, aber warte mal. Soweit ich gesehen habe, lässt sich der braune Mulch hochcraften. Gelben Mulch. Aber dafür brauchen wir Biomasse. Und die Biomasse kriegen wir nur durch Mechanismen. Okay, das ist noch lange hin bis da. Sapling kriegt man durch Iron Resin, Petrified und Iron. Und dann rot gefärbtes Soul Sapling. Redstone Sapling brauchen wir noch nicht dran zu denken, das ist noch weit davon entfernt. So. Weiß ich alles, was ich gerade nicht brauche, in die Truhe rein. Ich habe auch noch einen neuen Bonsai, sehe ich gerade. Du könntest auch nochmal hier ordentlich Pötte machen. Ja, Pötte habe ich. Ich habe doch gerade, ich habe neun Pötte. Ja, dann hier hinten ist ja noch Platz. Kannst die Pötte auch gleich mit Mulch voll machen. Ja, dann nutze ich den Mulch dafür. Genau. Mache ich jetzt als nächstes. Ja, hier kannst du auch voll machen. Hast du noch Mulch? Ich habe noch viel Mulch. Ja, hau mal rein. Brauchen wir denn so viel Erde? Wir brauchen im Moment ziemlich viel Erde, weil wir da hinten ja erstmal die Geschichte voll machen müssen. Damit wir halt unseren Schweinchen
Gib mir das Zeug her, ich crafte eben Erde. Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe nichts mehr. Okay. So, wie viel Bonsai, wie viele Pötte fehlen uns denn jetzt noch? Gar keine mehr. Ich hab noch. Ah, doch, ich hab hier noch einen. Drei Pötte fehlen uns hier hinten noch. Und dann haben wir alle Pötte voll. Perfekt. Ich habe noch drei Erdblöcke. Ich mache erstmal noch weitere Mulch. Hoffentlich ist es kein Fehler, dass wir uns jetzt erstmal nur auf Mulch konzentrieren. Nö. Weiterzukommen. Ist kein Fehler, weil dadurch kommst du ja schneller voran, weil du ja mehr Output bekommst. Ist ja 40% mehr Output. Gut, ich habe nochmal 16 Mulch. Ja, dann musst du halt jetzt hier vorne die hier rausnehmen. Mit leerer Hand Rechtsklick oder wie geht das? Abreißen. Hä? Oder. Kann man die tragen, die Dinger? Cool, man macht Shift-Rechtsklick auf einen Bonsai-Pot. Achso, mit der leeren Hand wahrscheinlich, ne? Ja. Die kann man die wirklich tragen, egal. Aber die kriegst du so jetzt nicht raus, ne? Nee. Musst du abreißen oder wie? Ja. Oder, ich kannst, auch. Oder kannst du da direkt ruhig oben drauf legen? Versuch ich. Oder Shift-Klick? Ah, mit dem Erdblock einfach Rechtsklick drauf, dann nimmt man die raus. Aber. Ja, sehr gut. Hab mich selbst verarscht, hab den braunen Mulch oben drüber gesetzt. Haha. Okay, weißt du was? Abbauen, komm, egal. Das nicht mehr weg, das weg, das weg, das weg, das kann 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 weg. Das kann weg. Wie kannst du schon mal einpotten? Mach ich sofort. Da ist schon. Da habe ich noch der Zettlinge. Nein. Ja, wie gesagt, ich habe noch 8-mal braunen Mulch. Das ist Wissen. Dann mache ich jetzt hier bei Clay weiter, weil Clay brauchen wir ja auch. Genau, dass halt alles jetzt auf Mulch erstmal ausgebaut wird. Das wird dann haben wir auch jede Menge Erde zurück. Ach, nicht setzen. Acht Stück, okay. 3, 4, 5, 8. Startet, ich habe noch Place drin, also Pflanzen mal wieder. Gut, das sieht schon mal gut aus. Jetzt guck ich mal, ob ich ein bisschen Kakaobohnen ernten kann. Ach, hast du schon? Kannst du mir die ganze Kakao geben? War nur eine, also lohnt sich gerade nicht. Oh, okay. Vielleicht mache ich das doch besser, was du gesagt hast, dass ich die Bonsai erstmal als erstes mit. Wie gesagt, ist halt 140% Output, ne? Richtig, richtig. Weil wir brauchen jetzt wirklich jede Menge Kakao für das Aufrüsten. Erde, die kann ich dir schon mal geben. Ich habe 16 Erdblöcke frei. Ja, sehr gut. Kannst du gleich mal hier drüben platzieren. Haben wir noch Fackeln? Haben wir noch Fackeln übrig? Ich hab Fackeln. In der Mitte ist noch dunkel. Ja, ist noch ein dunkler Fleck. Machen wir da noch Fackel hin, dann ist gut. Perfekt. Die sollen ja Tiere spawnen, keine Monster. Genau. Ich habe ein Türchen und du mauerst mich hier ein. Nein, richtig. Was hin? Mag es nicht hin. Ah, jetzt geht's. Ich hab
3 Kakaobohnen. Du hast doch gesagt, du hast eine. Gib mir die Kakaobohnen und dann mache ich gleich sofort nochmal 8 Mulch. Da musst du sie auch aufsammeln. Ja, warte, ich bin am Craften. Oh, 6 sogar, wunderbar. Hey, hallo, Kaubürchen. So, ich habe nochmal 12 Mulch. Jetzt das meine... Ach. So. Durch rein, zack, zack, zack. Ah, hier ist noch ein Bonsai, hier ist noch einer drin. Warten wir, bis der gewachsen ist, dann machen wir den auch noch. Ja, doch, wenn du genau hinguckst, du siehst schon, der wächst schneller. Jetzt kann ich nichts von einem freudigeren Mehr-Output sagen. Ich habe seit der letzten Aufnahmesession gestern und heute keinen weiteren Tropenbaumsetzling. Ja, ärgerlich. Der ist wohl dann ein bisschen seltener. Ah, jetzt habe ich sogar 2 gekriegt. Na, sauber. Sauber. So, jetzt kriegen wir so viel Kakaobohnen, dass einem schlecht wird. Hoffe ich zumindest. Geil. Da rauskommt. Noch ein Pott. Wo fehlt noch? Noch 6-mal Mulch. Hier ist Mulch. Ah, hier ist Erde. Zack, zack. War da eigentlich gepflanzt? Hey. Okay, ne? Ja, ich sehe ganz bei Clay. So, Clay ist auch voll und fertig mit Mulch. Okay. Dem ist, was fehlt eigentlich hier? War das hier Bone? Hast du die Bone-Saplings weggenommen? Nein. Weil die fehlen hier. Wir hatten doch schon welche eingepflanzt. Ich habe keine weggenommen. Hey, das ist gerade ein bisschen eigenartig. Da muss ich die nachpflanzen. Wirklich komisch. Naja, gut. Ich mache erstmal Mistbauen. Hä? Was war denn das hier dann? Und? Oder hast du das umgetopft? Wo bist du denn jetzt? Hier, was war hier? Gravel. Was war hier? Gravel. Hier war Gravel. Gravel brauchen wir nicht mehr. Ich habe das nicht rausgenommen. Aber wenn du mit der Maus drauf gehst, dieses. Die Mod zeigt dir überhaupt an, da ist nichts drin. Wo sind denn die Gravel Saplings geblieben? Ja, wir haben jetzt zum Glück noch welche. Ja. Warte, bevor du einpflanzt. Ich habe noch 2 Mulch. Kannst du die Raffle einpflanzen? Ja, wunderbar. Ich mache nur ein bisschen. Ich habe Tropenbaum. Ich glaube, das ist. Ich habe ich gekriegt 23 Kakaobohnen. Läuft.
Hört sich gut an. Auf jeden Fall. Hört sich auf jeden Fall gut an. Kann man noch so viel Mulch machen zum Abwägen? Habe ich nur mal 20 Mulch. Und es sind auch immer 13 Kakaobohnen übrig. Hier war fertig. Hier war noch nicht fertig. Gravel, genau. Gravel, da. Alles Gravel. Oh, wunderbar. Du hast jetzt alles mit Gravel aufgefüllt. Yep. So. Gravel ist auch komplett, ist auch 100% gemulcht. So, hier war noch, genau. Also die Tropenbäume sind auch 100% gemulcht. Sehr gut. Meine Tasche ist voll. Hier liegen noch mehr Kakaobohnen rum. Die fällt mir. Erstmal meine Tasche leer. Wäre es nicht besser, wir setzen eine Werkbank direkt an die Kisten, weil dann craften wird automatisch die benötigten Items aus der Kiste gezogen. Ich würde sagen, ein hier rechts eine Truhe und ein hier links eine Truhe, so eine Workstation. Kann man entsprechend. Ich würde sagen, eine hier rechts reicht. Könnte hilfreich werden. Greife ich hier auf die. Nein, wunderbar. Sauber. Stelle ich mal noch. Ne, Erde habe ich, 25. Ich befürchte, was den Spawner Tiere angeht, sind wir noch zu nah dran. Wir müssten eigentlich weiter weg. Los bei dir. Ich bin hier gerade am Schauen. Was zu essen wird. Ganzen Stack dort Aquan durch. Ah, du machst noch 100 bitte, sehe ich gerade. Nee. Okay, ich habe nochmal 5 Bonsai bitte. Oh. Das despawnt aber schnell. Du hast dir eine Pixel gemacht. Jo. Combine a shovel, pickaxe and axe to make a pixel. Ja, gute Idee. Nur ein Gerät, was man noch in der. Ja, in der das Tasche stimmt hat. Allerdings. Das macht einen noch eines ungemein leichter. Hält auch länger. Oh, das ist gut. Eine längere Haltbarkeit ist immer nicht. Ist ja schon wieder voll. Wollen die sehen, die bauen? Prison. Das reicht schon machen. Weil es scheint aufgehört haben, sich zu despawnen. Die Leaves.
Bitte kommt noch für den. Alter, wie schnell die ausgewachsen sind, das ist krass. Noch Mull. Habe ich noch 8 Kakaobohnen wieder. Mann, das geht ja richtig fix heute. Den da noch, den da noch, den da noch. 30 Rezept. 20 Mulch habe ich wieder, wunderbar. 3 Bonsai bitte. So. Oder reingeschmissen. Naja. Ach komm, gell, wo hast du den Löwenzahn her? Ach, du hast mir. Ah. Hast, ich weiß, was du gemacht hast. Du hast Gras angepflanzt da hinten. Jupp. Sehr gut. Ist es mit Cobblestone auch fast voll? Oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Ja, von was? Aus Versehen. Ich wollte eigentlich mal. Was gucken. Chang. Also, was den Tierspawn angeht, ich befürchte, wir sind mit der Crafting-Ecke da vorne zu nah an hier. Nee, dran. Ich gucke gerade mal hier. Wo ist in Spawn Chunk? Doch, es ist in Ordnung. Kann gespawnt hier alles werden. Ist alles in Ordnung. Ja, nur dass der Ort jetzt quasi innerhalb von. Sie sind irgendwie quasi 4 Chunks drin. Ja, ist ja egal. Der. Ein bisschen sollte man auf den Chunkgrenze achten, weil das ist besonders später bei Multiblock-Maschinen nützlich. Ja. Weil das Spiel kann abstürzen, wenn eine Multiblock-Maschine in mehreren Chunks steht. Ja, gut, meine Güte. So, ich würde sagen, ich gehe mal jetzt mal einen Schritt weiter. Oink Tree. Auf der Bacon Sapling. Bacon. Wie ist das zu essen? Oh, das sieht. Bacon Acorn kriege ich. Brauche Zucker. Apfelsetzling? Made when planting apple seeds. Okay. Eichensetzling. Kriege ich einen Eichensetzling? Bonsai, Kessel. Dirt Sapling in Wasser gewaschen, kriege ich einen Eichensetzling. Oh, dann mache ich doch gleich mal schon mal eine Eiche. Wie kriegen wir denn Bone Meal? Durch die Bone Saplings. Hast du 3 Bone Meal? Ja, ich kann mal eben welches craften. Bone Meal, warte. Ihr habt was.
denke, das dürfte reichen. Ah ja, genau. Erstmal Apfel, erstmal ein Dirt. Wie passt das in der Sprache? Dirt heißt ja auch Schmutz. Schmutzigen Septik wird gewaschen, kriegst einen sauberen Essig. Regnet wieder. Kann ruhig aufhören zu regnen, braucht man nicht. Nö, oder nicht eine Wasserquelle haben wir, wir brauchen es wirklich nicht. Na gut, dann geht der wenigstens der Korte mal voll. Habe ich gerade aufgefüllt, da ist ja direkt eine unendliche Wasserquelle. Achso, na gut. So, wie weit bist du denn jetzt hier? Ich hab mal eben drei Oak-Siblings. Du wolltest auch noch Oakwood haben. Ja. Lass mir mal drei Dinger frei da. Ich mache auch gerade Saplinge. Ich habe hier gerade Oaks eingesetzt. Zwischen Bone Saplings und den Sand Saplings. Du Cotton. Oh. Werf mal kurz zu, dass ich das Edge-Spiel auch kriege. Sauber. Danke. Haben wir noch Platz irgendwo? Nee, du musst anbauen. Ne, wir haben nichts mehr. Das ist alles voll. Nee, dann machst du es eben da rein. Nee, wir müssen anbauen. Hier. Nach Westen. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir haben okay. So viele. Du kannst mal hier hinten mal eine Reihe Dings wegnehmen. Eine Reihe Dirt wieder wegnehmen. Du hast ja, glaube ich, zwei Reihen Dirt gemacht, ne? Richtig, sagt man. Ja, genau. Wir nehmen eine Reihe Dirt weg. Ja. Machen wir gleich hier. Ich habe noch einen Cotton. Da noch einen Cotton. Wunderbar. Boah, wie schnell die wachsen. Geil. Wo bin ich denn? Sauber, 7 Äpfel. So. Äpfling. Ja. Dann würde ich mal sagen, gib mir gleich mal Apfel mal was rüber, damit wir endlich mal damit ich mir was mal, zu ich, essen kriegen. Ja, weil da habe ich nämlich jetzt auch schon die ganze Zeit mal gesucht. Was man da machen kann. Made when planting apple. Verrät er jetzt immer nicht. Hätte Apple Seed. Ja. Was gerade? Ich bin wirklich gerade nicht ganz durch. Wieso? Also ich weiß nur das andere Rezept. Geht aber nicht. Apfelsetzling, ich krieg den nicht gecraftet, weil ich gerade irgendwie nicht ganz verstehe, wie das funktioniert. Made when planting apple seeds. Aber wie komme ich jetzt an Apple Seeds? Apfelsamen, okay. Apfelsamen kriege ich. Ah, okay. Apfel in der Zerkleinerungswanne und ich kriege einen Apfelsamen. Alles klar. So, jetzt habe ich Apfelsamen. Das hört sich gut an. When planted becomes an apple sapling. Ja, wunderbar. Genau das, was ich haben will. Aber ich glaube, dafür brauche ich. Hast du eine Hoe? Ist da ein Pexel drin? Nein. Wie eine Pexel ohne Hoe? Okay. Du kannst doch. Kannst du das nicht auch hier rein verschmeißen? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Nein.
Das braucht nur mal einen Ackerboden. Ach so, ja. Dann baue ich eine Hoe. Warte mal, Apfel, die kannst doch ganz normal hier vorne auf den Dings packen. Ganz normal auf Erde. Schmeiß einfach so drauf da hinten mal drauf. Tatsache, du hast recht. Hol mal Bone Meal. Du hast doch Bone Meal. Nee. Aufgebraucht, okay? Aber doch, warte mal, stopp. Du hast mir ja Bone Meal gegeben. Ja, eben. 7 Blöcke. 36 Bone Meal sind das. Immer 1963. Ja? Wie bekommt man jetzt Wolle aus dem Kotten? Oder wie bekommt man Kotten aus dem Kotten? Da brauchen wir schon den. Ja, auch lustig. Das ist immer ein lustiges Programmieren hier. Guck dir das mal an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hast du Äpfel eigentlich noch? Weil ich habe nicht mehr wirklich viel Essen. Ja, ich habe 4 Äpfel. Hier, guck mal. Du siehst doch hier im Boden diesen Apfelsamen. Ja. Achte. Und dann ist ein Apfel. Dann ist, und jetzt nochmal drauf. Jetzt haben wir einen Baumsetzling. Du baust den Bogen hier drauf, lassen die Baumsetzling. Also so ein Programmieren habe ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt können wir anpflanzen. Hier, Äpfel kriegst du, bitte sehr. Ja, das liegt nicht so. Gut. Hier ist leer. Dann mache ich jetzt hier die Bäume rein. Jawohl. Button haben wir auch schon. Sauber. Ich finde das hier echt hübsch gemacht mit den Bonsai. So, ich habe 8 Äpfel und was habe ich noch gekriegt? Kottenhubis. Apfelbaumlaub habe ich. Aber was brauche ich nochmal für das andere vorherige Rezept? Für den Bacon. Oh, endlich was Vernünftiges zu essen hier, ey. Also. Apfel. Geh mal zur Seite da. Essen. Oh, 9 Äpfel. Ja, sehr schön. Ich brauche einen Apfelbaumsetzling, einen Apple-Setzling, den brauche ich, falls du einen haben solltest. Back. Krieg ich durch. Bacon-Set. Ja, das will ich ja machen, aber wie. Partner Schweinefleisch. Ach, komm schon. Komm schon, jetzt nicht so ein Mobbing. Bacon Resin. Was machst du jetzt gerade? Versuche ein Bacon-Sapling zu machen. Geht aber nicht. Wo ist denn der? Ach, so ein Bacon. So ein Oink-Tree. Jupp. Den Oink-Tree, das ist. Hä? Moment. Bei mir ist das auch auf Englisch. Bei mir steht aber drauf Bacon-Sapling. Oink-Tree? Hab ich auch noch nicht gehört. Bacon Acorn kriege ich auch nur durch den Bacon Setting. Ne? Zucker ist machbar durch Zuckerrohr. Oh, eine Zerkleinerungswanne. War zu gut, aber ich hallo. Hast du dieses Bacon Ahorn oder was? Was? Wie willst du den machen? Ja, wie es aussieht, erstmal gar nicht. Am Bacon kommen wir nicht ran. Zumindest im Moment noch nicht. So, hab nochmal Mulch hergestellt. Holz habe ich. Oh, Alter. Jetzt wie viel Holz ich habe. Du weißt schon, alle Öfen sind noch komplett voll mit Holzkohle, ne? Ja, das habe ich gesehen gehabt. Sehr schön. Eichensetzling.
Brauchen wir noch eine Eiche oder reichen die drei Eiche, Obst, die ich gepflanzt habe? Ich denke mal, das reicht. Ja, weil Obst kriegen wir auch aus den anderen Bäumen raus. Aber, liebe Zuschauer, die Folge ist am Ende angelangt. Wir haben sogar schon wieder überzogen. Aber du bist am Ende. Bin ich immer. Wenn ich mit dir spiele, bin ich immer am Ende. Geh weg. Das war sehr praktisch. Hier ist nämlich Apfelsaft drin. Wir können uns auch Apfelsaft machen. Ich glaube, ich mache mal erstmal ein bisschen Sand dafür. Okay, dann haut erstmal rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dahin, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.